Auf dem Flughafen hier gibt es 3 Start- und Landebahnen. Auf der großen, die wir jetzt sanieren, stehen wir momentan. Köln-Bonn ist natürlich einer der Top 10 Flughäfen in Deutschland. Wir konnten einfach nicht diese Landebahn schließen während 3 oder 6 Monaten. Das Projekt ist deswegen einzigartig, weil wir zum ersten Mal in dem Umfang eine große Stadtlandebahn vollständig unter Betrieb sanieren. Die Baumaßnahme wird abschnittsweise durchgeführt. Wir haben immer Teilbereiche bis zu 500 Meter Länge, an denen wir beispielsweise den Oberbau herunterfräsen, 12 cm, und am gleichen Tag, im gleichen Baufenster, in der Nacht dann auch wieder die Binderschicht bis zu 7500 Tonnen wieder aufbringen. Auf dieser Binderschicht fliegen die Flugzeuge dann temporär. Also insgesamt sanieren wir hier auf einer Fläche von 240.000 Quadratmetern den Asphaltoberbau. Das entspricht roundabout 74.000 Tonnen Asphalt. Die Baumaßnahme wird aktuell in einem Zeitraum von samstags 12 Uhr bis sonntags 18 Uhr durchgeführt. Die Maschinen sind schon in der Luft, während hier noch gebaut wird. Das heißt, wir müssen einfach diese 18 Uhr einhalten. Wir planen solche Projekte immer mit 3, 4 Monaten Vorlauf mit einzelnen Projektteams, die eine sehr detaillierte Arbeitsvorbereitung für diese Projekte ausarbeiten. Und damit können wir sie dann auch reibungslos abwickeln. Die ganze Arbeit war wirklich eine Herkulesaufgabe. Die große Herausforderung war, eine Balance zu finden zwischen die Bauarbeiten, das laufende Betrieb und die Anwohnern. Und das war nur möglich mit einer guten Zusammenarbeit zwischen der Flughafen und die Firma Heidkamp und die AGE, die die Bauarbeiten machen. Und ich glaube, das ist uns gelungen.